Politik ist nicht immer einfach. Viele Fragen, wir haben die Antworten. Heute zum Thema innere Sicherheit. Sicherheit im Alltag ist ein hohes Gut. Im weltweiten Vergleich ist Deutschland eines der sichersten Länder. In letzter Zeit ist allerdings die Zahl der Einbrüche deutlich angestiegen. Die Unionsfraktion hat deshalb durchgesetzt, dass Sicherungsmaßnahmen der Bürger mit 30 Millionen Euro vom Staat gefördert werden. Doch was genau wird gefördert und wann geht es los? Wir werden im Herbst beginnen können, dass die ersten Sicherungsmaßnahmen bezuschusst werden, Fenster, Türen, und zwar eben die Materialkosten, weil die Handwerkerkosten ja heute schon von der Steuer abgesetzt werden können. Also, wir haben Wort gehalten, es wird etwas getan, um den passiven Einbruchsschutz zu verbessern. Bezuschusst werden 20% der Investitionssumme für das Material ab einer Investition von 500 Euro bis maximal 7.500 Euro. Zudem unterstützt die Unionsfraktion den Gesetzentwurf Bayerns, der vorsieht, Einbrecher in Zukunft härter zu bestrafen. Außerdem wurde durchgesetzt, dass Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz mehr Personal erhalten. Mehr Personal, das auch im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus gebraucht wird. Um dieser Gefahr zu begegnen, hat die Unionsfraktion dafür gesorgt, dass das Terrorismusstrafrecht verschärft wurde. So ist jetzt schon der Versuch der Ausreise mit terroristischen Motiven strafbar. Die Terrorismusfinanzierung ebenso. Und durch die Änderung des Personalausweisgesetzes kann radikalen Islamisten nicht nur der Pass, sondern auch der Personalausweis entzogen werden. Warum ist das notwendig? Wir können doch nicht abwarten, bis insbesondere junge Menschen aus Deutschland ausreisen, sich radikalisieren, das Kämpfen, das Töten im nördlichen Irak, in Syrien üben und dann sozusagen als lebende Zeitbomben hier wieder zu uns nach Deutschland zurückkehren. Zu den Themen der inneren Sicherheit hat die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag diverse Kongresse und Fachgespräche durchgeführt. Politiker, Wissenschaftler und hochrangige Vertreter der Sicherheitsbehörden diskutieren hier regelmäßig neueste Zahlen und Fakten und suchen Lösungsansätze. Von der Abwehr des organisierten Verbrechens, gerade in Bezug auf osteuropäische Einbrecherbanden, der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus oder dem Kampf gegen Kinderpornografie. Hierfür hat die Unionsfraktion ein Opferschutzpaket gefordert und geliefert. So ist jetzt schon der Handel mit Nacktbildern von Kindern und Jugendlichen strafbar. Und Präventionsprogramme wie das Projekt Kein Täter werden bekommen zusätzliche finanzielle Unterstützung. Ich will kein Täter werden. Außerdem wird die Verbindungsdatenspeicherung wieder eingeführt. Doch bringt das überhaupt was? Die Straftaten im Bereich der Kinderpornografie sind mit das Schändlichste und das Verwerflichste, was es gibt. Leider ist es häufig so, dass die Sicherheitsbehörden im Dunkeln tappen. Einziger Ermittlungsansatz ist meistens nur eine anonyme IP-Adresse. Deswegen ist es von essentieller Bedeutung, dass wir die Mindestspeicherfristen wieder einführen, dass wir damit den Sicherheitsbehörden zumindest die Möglichkeit geben, einen Ermittlungsansatz zu haben, um den Straftätern hier auch wirklich effektiv auf die Schliche zu kommen. Auch in vielen anderen Bereichen, wo es darauf ankommt, kriminelle Netzwerke aufzudecken, hilft die Verbindungsdatenspeicherung den Ermittlungsbehörden. In der Innen- und Rechtspolitik hat die Unionsfraktion in den vergangenen Monaten einiges erreicht. Für die sicherheitsrelevanten Herausforderungen der Zukunft.